Ich habe eher immer noch das Problem, dass ich nicht weiß, was ich mit der Kindesangelegenheit machen soll. Ich will auf der einen Seite nicht mich jetzt nicht weiter mit den drei Stoßzeiten-Stagiern verscherzen. Auf der anderen Seite will ich aber auch nicht das Kind opfern. So, also wieder ab in den roten Sand. Dort ein paar Tafeln lesen. Gibt es ja nur drei oder vier Stück oder so. Und dann schauen wir weiter. Und ja, ich habe eigentlich gesagt, ich mache die Hauptquest erstmal. Aber wenn wir schon hier sind, dann machen wir schnell Hivarias Quest und kümmern uns dann um die. Also machen die Quest so weit, wie wir können und kümmern uns dann um Altlied. Eine mit Gewalt genommene Essenz. Upon Burial Isle, the two men meet again for the first time, though it was the last thing they did. The many-colored beast rent them both asunder. They were in death merged and made whole again. Hivarias räuspert sich und liest die glaphantanische Schrift auf der Tafel. Auf der Grafinsel treffen sich die beiden Männer zum ersten Mal wieder, obwohl es das letzte war, das sie taten. Das vielfarbige Biest riss die beiden in Stücke, im Tod wurden sie wieder zusammengefügt und waren wieder eins. Okay. Cute story. Two guys meet in the belly of a soul-eating creature. Maybe someday I'll eat two of the most insipid dear wooden lumberjacks, and they'll spend an eternity discussing beer whilst haunting my colon. Mann, ist das Sarkasmus. Er schaut dich an und kichert nervös. Hübsches Geschichtchen. Zwei Kerle treffen sich im Bauch einer seelenfressenden Kreatur wieder. Vielleicht werde ich eines Tages zwei der dümmsten dürrwäldischen Holzfäller fressen und dann werden sie mir im Diktat herumspuken, während sie auf ewig über Bier reden. Vielleicht ist der Grundgedanke, dass der Herbststeak hier die Seele in Wirklichkeit nicht zerstört. Warum so schnoddrig? Klingt doch danach, als hätte die Galloway unvorstellbare Macht verliehen. Ist ja nicht so, als wäre er zu dir gekommen. Du hast ihn doch selbst um Hilfe gebeten. Vielleicht der Grundgedanke. Das könnte stimmen, murmelte Hivarias. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie ich das deuten soll. Ich habe doch nie, zumindest nicht wissentlich, irgendeine Seele gefressen. Vielleicht ist das eine Kunst, die ich noch erlernen muss. Was ein Glück. Trotzdem fällt es mir schwer zu glauben, dass ich irgendjemand wieder ein könnte, indem ich ihn in meiner Geistwandelform zerfleische. Egal, was auf dieser Tafel steht. Ich würde gerne ansehen, was auf den anderen Tafeln geschrieben steht. Müssen wir mal kurz gucken. Sehen wir die Tafeln? Also hier ist das nur ein Kaminfeuer oder von diesen verkohlten Skeletten steigt Rauch auf. Der Geruch ist ekelerregend. Also da sollen Skelette rumliegen. Okay. Talon, haben wir mit dir schon geredet? Ach so. Die Tafel können wir nicht lesen. Dann gehen wir mal in Uhrzeigersinn rum, oder? Also hier oben, hier rein. Wie kommen wir eigentlich da rein? Hier irgendwo, aber da fehlt ein Geheimschalter. Den könnten wir mal suchen. Der müsste ja wahrscheinlich irgendwo in der Nähe sein. Okay, hier ist die nächste Steintafel. Bei den Sängern. As souls split into multitudes, many lives come from one. The truest of power comes from sacrificing the shard to return its strength to the mother stone. Da sich Seelen in viele Teile auftrennt, ließ Hivarias die verteilten Runen mit dramatischer Begeisterung von der Tafel ab, kommen viele Leben aus einem. Die wahrhaftigste Macht stammt aus der Opferung des Seelensplitters, um dem Mutterstein seine Stärke zurückzugeben. Also ja, das haben wir ziemlich früh von der hängenden Zwerge, dem Goldhain. Ich hätte das vielleicht anders formulieren sollen. Also die Zwerge, die da am Baum hingen, die Tote, erklärt bekommen, dass wenn jemand stirbt, ein Teil seiner Seele schwindet. Und nur Leute mit sehr starker Seele wie Hagrim, die Seele immer noch vereint ist. Mit den Erinnerungen aus der vorherigen Zeit, deswegen konnte Hagrim ja auch Wächter werden. Und ich glaube, das ist damit gemeint, dass wenn die Seele sich langsam zersplittert, dass sie eben durch Opferung der Splitter wieder zusammengefügt werden kann.
The many lives from one sounds familiar. I was taught that sometimes between death and rebirth, a soul splits perfectly in two, creating two viable souls from one. Sounds strange, but it makes sense when you think about how the population has risen in generations. It's kind of a mathematical necessity that some process like this is happening. Mathe in so einem Spiel, muss das sein? Der Teil mit könnten viele Leben aus einem kommt mir bekannt vor. Man brachte mir bei, dass sich eine Seele zwischen Tod und Wiedergeburt manchmal makellos in zwei Teile spaltet, sodass zwei vollständige Seelen aus einer entstehen. Das ist, was ich gerade gemeint habe. Es klingt seltsam, aber es ist einleuchtend, wenn man bedenkt, wie die Bevölkerung über die Generation hinweg angewachsen ist. Es ist eine mathematische Notwendigkeit, dass ein solcher Prozess vor sich geht. Danke für diese Lektion über Beseelung. Was glaubst du, hat es mit dir zu tun? Vielleicht spielt der Helfsergier in diesem Seelenkreislauf eine wichtige Rolle. Warum hat dich Wildern zu dieser Tafel geführt? Danke für diese Lektion. Was hat es mit dir zu tun? Ich hörte, Hibarias hält in und ließ die Tafel von neuem, wobei er sich die glaphatische Schrift lautlos vorliest. Naja, vermutlich haben wir alle oder wenigstens die meisten von uns eine Seele, die viele Leben gelebt und sich an einem oder mehreren Punkten aufgetrennt hat. Außer die von Hagrim. Ich kann einfach nicht die Angst ablegen, dass ich der Splitter bin und dass es meine Bestimmung ist, in etwas Größeres eingespeist zu werden. Hivaria starrte mir aufgerissen im Augen mehrere Augenblicken lang an. Mir Sorgen zu machen wird wohl auch nicht weiterbringen. Lass uns die anderen Tafeln lesen. Okay, das war die Tafel. Nächste Tafel. Ich habe so das Gefühl, einer wahrscheinlich der Fackelhalter hier oder der hier. Slowly now. Ne, der wohl eher nicht. Gut, da ist eine Tafel. Oh, die ist ziemlich groß und wird sogar von zwei Hütern flankiert. Each generation, the Anumphoth must stand before the autumnal beast in judgment. The wise endure, passing on their strength. The weak are eaten, their souls ripped to pieces and lost for all time, removing such weakness from the cycle. Ihr Wahres liest die glaphatischen Text vor. Jede Generation von der Erfahrung muss sich zur Beurteilung dem Herbstbiest stellen. Hivarias hustet unbehaglich und fährt fort. Die Weisen überstehen es und geben ihre Stärke weiter. Die Schwachen werden gefressen, ihre Seelen werden in Stücke gerissen und gehen für immer verloren. Und die Stärken den Zirkel durch die Ausmerzung solcher Schwäche. Well, I guess maybe my tribe wasn't entirely wrong about my spirit form being some sort of soul terror. I suppose I was hoping to hear a different answer on the matter, but... Naja, vielleicht hat mein Stamm doch nicht ganz unrecht damit gehabt, dass meine Geisterwandelform eine Art von Seelenterror ist. Wahrscheinlich habe ich nur darauf gehofft, eine andere Antwort zu dieser Angelegenheit zu bekommen, aber... Hivarias zuckt mit der Axt und lässt seine Arme nach unten fallen. Aber es lohnt sich, das zu fragen. Wie viele Seelen hast du zerstört, als du im Herbst der Gepäs unterwegs warst? Wahrheit wird dir offenbart und du jammerst über deine Abneigung gegen die Antwort. Wen würde sich für dich schämen? Ist es dir eigentlich schon mal gekommen, dass dich Galloway nur getestet hat und du bestanden hast? Du scheinst so traurig zu sein, die Geisterwandlerform eines derart legendären Biestes zu haben. Sag mir bloß nicht, dass du dir noch niemals solche Macht gewünscht hast. Ist dir schon mal in den Sinn gekommen, dass sich Galloway getestet hat? Das ist, Hivarias gesundes Ohr stellt sich auf und ihm zieht sich ein Lächeln über das Gesicht. Das ist ein äußerst gutes Argument. Warum habe ich nicht selbst daran gedacht? Er fährt mit seinen Händen die Narben an seinem Auge entlang und seine Körperhaltung wird durch nervöse Gedanken belebt. Vielleicht habe ich das alles völlig falsch gedeutet. Ich meine, schließlich habe ich ein Aufeinandertreffen mit dem Herbststeak überlebt. Viele andere Vaters können das nicht von sich behaupten. Er stößt ein langes Seufzen aus und entspannt sich. Jahrelang habe ich mir selbst gesagt, dass mein Stamm ungerecht über mich geurteilt hat. Aber sie lagen wohl nicht völlig falsch. Also ist das erstmal genug dogmatische Lehrmeisterei, sagt er und betätigt seine Machtlocke. Ich muss noch mehr wissen, lass uns die anderen Tafeln ansehen. Okay. Gibt's hier noch eine oder ist hier nur der... Hier ist nur der verrückte Erzdruide. Den wir töten müssen, aber ich glaube, diese Quest, die machen wir am Schluss. Ich würde eigentlich gerne hier rein.
kann die Falle nicht entschärfen. Schade. Okay, da drin ist Schatzkammer. Hier sind nur Bittste. Ach nee, hier kann ich durch. Okay. Gut. Da ist noch welche, noch eine Steintafel. Zwischen den ganzen erdvollen Hängern, Sängern und Hütern. Is not the water sacrificed unto the plant, and the plant sacrificed unto livestock, and livestock unto man? When the lesser soul is sacrificed to strengthen the greater soul, the whole of our family grows stronger. Imarius überfliegt die verfahrische Schrift, räuspert sich und liest dort vor. Wenn ich das Wasser der Pflanze geopfert und die Pflanze dem Vieh und das Vieh den Menschen, also einfach ein Kreislauf, wenn die geringere Seele zur Verstärkung der höheren Seele geopfert wird, profitiert davon unsere ganze Familie. I suppose I get the argument. We all have to kill and eat, constantly for that matter, to live. This sounds like it's talking about the Blood Sands rituals. I wonder how or even if this is relevant to me. Er sieht dich mit Gerunzel zerschüttert. Ich glaube, ich verstehe, worum es geht. Mit allem müssen wir alle müssen zum Überleben kontinuierlich töten und essen. Anscheinend beschreibt das hier die blutige Sandriten. In welcher Weise, wenn überhaupt, ist das wohl für mich relevant? Du trägst die Augenklappe von wen? Ich dachte, du müsstest deren verschlüsselte Informationen eigentlich lieben. Ihr war ja stattig lächelnd an. Eine berechtigte Anmerkung. Wer wollte, dass ich das sehe? Welcher Teil davon betrifft mich wohl? Seine Stimme wird leise und erblasst. Bin ich die geringere Seele? War meine Verstoßung aus meinem Stamm das Opfer, das die höhere Seele gestärkt hat? Er beißt sich auf die Unterlippe und wird einen Moment lang still. Also sprachen die anderen Tafeln vom Steak ihr Urteil der Wiedervereinigung und diese andere behandelt die Wiederverbindung von Seelen, die sich über die Zeitalter aufgedreht haben. Ich glaube, ich soll meine Kraft dazu verwenden, andere zu opfern oder selbst geopfert zu werden. Das gefällt mir aber beides nicht. Kann man behaupten, dass Wen dich dorthin gebracht hat, wo du hingehörst? Überdenkst du deine Meinung über Galloways Geschenk an dich? Ivarius verzieht das Gesicht und wiegt den Kopf hin und her. Hm, ja und nein. Er weiht seine Fäuste und lässt einen langen Seufzer los. Ja, das relativiert viele Dinge. Mit etwas Abstand betrachtet lacht Galloway wohl schallt darüber, wie langsam ich brauche, um seine Lektion zu erlernen. Ich bezweifle, dass irgendein Teil dieser Erkenntnis die Meinung meines Heimatstammes ändern werden. Und nachdem ich da draußen einige andere druidische Methoden gelebt habe, werde ich wohl die beiden Herumtreiber bleiben. Also was jetzt? Wenn ich alles überdenke, dann würde ich gern zur Grabesinsel ziehen. Der Name wurde auf den Tafeln erwähnt und es wurde angedeutet, dass sich dort weitere Helpstergier befinden könnten. Jetzt weiß ich, dass mir Galloway seinen Abgesandten aus gutem Grund geschickt hat, um mich zu zerfleischen. Es war nicht unbedingt Bosheit und ich hatte irgendwie gehofft, dass das ganze Gerede über das Seelenfressen ein Gerücht wären. Aber leider nicht. Er lächelt nervös und zuckt mit den Achseln. Vielleicht werde ich die Beute treffen, die Galloway von mir gejagt sehen will, oder ich werde herausfinden, dass ich die Beute bin. Willst du dann mit dem Herbstjäger kämpfen? Meinst du, dass es deine Bestimmung, in deiner Bestimmung liegt, deine fremde Seele zu verschlingen? Willst du wieder mit dem Herbstjäger kämpfen? Nicht unbedingt. Seit unserer letzten Aufreihe bin ich älter, weiser und stärker geworden, aber ich kann es mir wirklich nicht erlauben, noch mehr Augen und oder Ohren zu verlieren. Die sind mir in gewisser Weise etwas ausgegangen. ja. Also. Wir haben mit Tamven gesprochen, einem Ovaten in des goldenen Hals in Zwingsrum. Er konnte die wahre Verbindung zum Helmstergier spüren. Die waren schon widerwillig vor, dass wir nach blutiger Sand reisen und die Steintafeln lesen. Er deutete an, dass die Tafeln Wissen enthalten, dass wir Varias von großem Nutzen sein konnte. Wir haben eine Steintafel entdeckt, die davon sprach, wie zwei Männer sich auf der Grabinsel begegneten und wieder vereint wurden, indem sie von einem Herbststergier verschlungen wurden. Wir haben eine Steintafel gefunden, die davon sprach, dass der Herbststergier über die spirituellen Anführer der Glafantada richtet. Offenbar tötet der Stergier unwürdiger am Vater und zerstört aber ihre Seelen.